Sollen wir jetzt neu starten, die Aufnahme? Also ich lasse sie weiterlaufen, aber weil wir jetzt eine bessere Karte haben vielleicht. Das ist so. So wie beim Blitz erinnert mich wirklich an unsere Anfänge, Lukas. Wo wir auch immer, sagen wir jetzt, ab jetzt geht es. Ja, ist doch so. Und mit diesen Worten möchte ich sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Beber-Video. Ja, ihr habt lange darauf gewartet. Wir machen endlich wieder ein Let's Play und mit dabei ist der liebe Christoph. Hallo! Hallo Christoph. Ja, ihr habt es euch gewünscht, zahlreich in den Kommentaren. Wie viele von euch vielleicht nicht wissen, haben wir genau mit dieser Form von Videos angefangen. Und zwar auch genau mit dieser Form von Spiel, nämlich Battlefield 4. Das war unser allererstes Let's Play. Das übrigens damals noch ich bestimmt. Das stimmt. Jetzt spiele ich nicht wieder in den Mittelpunkt. Nee, weil ich wollte damit nur einleiten, dass das Meisterwerk, was jetzt unter den Augen der Menschen liegt, auch vor, meine ich, vor den Augen liegt, deins ist. Ja, aber ich werde ja mich ja auch nicht groß anstrengen, ne? Das ist ja klar. Also ich werde jetzt hier Nur die keine. heroischen Szenen, die wenigen Szenen, wo man sieht, dass du Skill scheinbar hast. Ich werd jetzt nicht hier irgendwie thematische Musik unterlegen oder sowas. Thematische Musik nicht. Nee, ich werde jetzt hier keine Spannungsmusik aufbauen, nur weil er immer spannend ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sehen hier nie irgendeinen Gegner. Ich laufe dir hinterher, voll Oh, mutig. hier ist Oh, ein gut Panzer. gelaunt. Ai. Ist tot? Nee. Nein, nein, nein. Ich bin hinter dir weiter hergelaufen, weil du. Ich habe denselben Schrecken gehabt wie du. Und ich Nice. weiß jetzt. Hier, ich Ah, wiederbelebe. Gegner! Versorgt deine Wunden. Oh, lebe wieder. So schnell geht das im Krieg. Eben noch Achtung! tot. Damit kommst du auf die Beine. Der kommt wieder, der kommt wieder. Lass ihn jetzt abschießen. Kommt der wieder? Ist der irgendwie so eine Zecke? Ich werf auch mal was da Oh, jetzt hat mich der prophylaktisches hin. Panzer weggeschossen. Christoph, du als alter Veteran auf dem Spielegebiet Ja. und der ja auch Battlefield 4 gespielt hat, Ja. was findest du besser, welches Spiel? So. Battlefield. Also das ist schwer zu sagen. Erstens, weil ich Battlefield 4 sehr lange nicht mehr Das Ziel gespielt habe. auf den Bestimmt Fallen. anderthalb Verteidigt Jahre, es! wenn nicht Ja. sogar länger. Und was mich aber bei dem Battlefield 4 doch deutlich begeistert hat, war die Auswahl der zahlreichen Fahrzeuge inklusive Helikopter. Das stimmt, das hat dir Spaß gemacht. Da hast du dich vorne reingesetzt und ich habe geflogen. Genau, und dann habe ich schön weggesiebt. Das ist hier jetzt ein bisschen blöder mit diesen Ja. MG-Dingern auf dem Flugzeug, wo man irgendwie nicht so richtig Ja. runterschießen kann und so. Ich fand auch den dritten Teil am besten von Battlefield. Den vierten fand ich auch noch sehr gut, weil ich mag halt nicht so diese Zukunft oder halt krasse Vergangenheitsgeschichte, mag ich eigentlich nicht so gern. Meinst du, ich krieg das Frame Trooper Cup, wenn ich mich beeile? Ja, sicher. Ich versuche jetzt hier ein paar Leute abzuklemmen. Aber ich glaube, es liegt auch einfach an meinen Kopfhörern, weil die haben Wackelkontakt, aber das sollte die Aufnahme ja nicht beeinflussen. Ich habe nicht einen Wo bist du einzigen denn? Menschen gekriegt. Ha! Du warst in einem Video zu sehen, das nicht Ja! bei den Twins war. Nein, und zwar bei Cheng Löw war das. Genau, da war ich auch zu sehen. Es war wieder. Du warst, Ich war gut in Szene gesetzt. ja, ob man dich da auch erkennt, als natürlich die Fans sofort. Ja, sicherlich. Wir verlinken das Video auch gleich mal hier unten. Und du bist nämlich mit einer Strumpfmaske zu sehen, relativ prominent, wie du Nerfs abschießt und auch prominent zu sehen ist und was die Leute denken, ist die von Schengen, war nämlich deine Drohne, Ja. die den goldenen Play-Button entführt. Richtig, 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 richtig. Und hast du auch keinen Schiss, dass die ins Wasser fällt und sowas? Das schon ein bisschen. Ah, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich hätte ihn einfach von hinten messern sollen. Naja. Lukas, du musst übrigens auch, wenn ich spackige Gesichter mache, Erobert das Ziel. da irgendwas drüberlegen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich tue die, wenn ich mitten im Fight bin, dann entgleitet mir Ja, die Gesichtsmimik. das kann gut sein, ja. Aber das kann man dir nicht übel nehmen. Das haben ja so mancher Let's Player, hat das ja irgendwie perfektioniert, seine Gesichtsmimik unter Kontrolle zu halten, Ja. Ich wenn bin er halt auch spielt. so konzentriert dann halt, weil ich auch kein Profi-Let's Player bin. Klar, ich spiele besser als manche YouTuber, aber ich mache jetzt nicht jeden Tag ein Video. Und deswegen habe ich halt das auch nicht so drauf, das Gesicht gerade zu halten. Apropos Krieg, ich habe die Tage Hacksaw Ridge geguckt und fand ihn sehr gut. Hacksaw Für mich heißt das Ridge. Hacksaw Ridge. Okay. Kannst du sehr gut den Mel Ja, Gibson-Kracher? nee, Kriegsszenen waren echt gut. Und er hatte anscheinend Überlänge, aber habe ich gar nicht gemerkt. Oh,
habe ich denn geguckt? Ich habe Beautiful geguckt. Das ist ja schon ein bisschen älter, der Film. Ja. Mit Javier Bardem. Javier Bardem. Synchronisiert von Carlos Lobo. Nein, natürlich ein Original Spanisch mit Untertiteln. Ach so. Oh, weil ich hasse Synchronisation und ja. Lass mal bei F reingehen. Ja, sehr wohl. Ich warte schnell. Nein, falscher Taste. Hier, da, das wollte ich. Du. Ah! Oh, das war befriedigend. Ich hab's von gesehen. Hinten aufgegabelt. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Ich will nur dich, nur dich, nur dich allein. Ich kotze, ich kotze, ich hasse Schlager. Aber hey, steck doch an, hey, oder? Hey, 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 hey. Oh, da kommt Panzer, da kommt Panzer. Wo leicht denn? Hinter dir, leicht gebaute, aber... Der war doch eben einer von uns. Nee, das nee. Ist schon wieder, der killt mich schon die ganze Zeit. Der Fotzenkopf. Ja, das habe ich gesagt. Ja, also... Ich schaffe immer nur einen abzuschießen und werd dann auch gekillt. Das ist doch... Was ist denn los? Wo ist dein Skill hin? Wo ist der vielgerühmte Mario Kart Skill, der sich ja, nicht auf Battlefield auch, übertragt? Hier, Christoph, lass mal zur E rennen. Warte mal eben. Nice! Mach ihn platt. Nee, mach ich nicht, aber ich... Dann füge ihm erheblichen Schaden zu. Ich verpiss mich. Ah, da hinten war ein Gegner, alles klar. Der liegt da am Boden, falls du da auch noch was holen möchtest. Ah, immer noch! Ja, ach nee. Ja, weil dann ein befreundeter Mitstreiter reingerannt ist, dann dachte ich, der hätte den dann gekillt. Aber dem war wohl nicht so. Oh, das ist ein Panzer. Aber ich kann es schaffen. Ich kann schaffen, hier rüber zu rennen. Oh nein! Oh Gott. Ich hab's geschafft. Wie soll ich jetzt rüberkommen? Ich hab voll Schiss. Ich hab's geschafft. Ich laufe! Wow. Geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin bei dir, mein Bruder. Hier ist der Panzer. Krieg. Pass mal auf. Bist du von hinten gelaufen? Ja. Ich hab eine, da ist der Panzer auch lang gefahren, nach links. Ich gehe mal hier ins Haus rein. Der ist hier, direkt bei F, auf dem großen Feld. Okay, wie komme ich jetzt da? Du schießt doch nicht einfach drauf, dann machst du voll auf dich auf. Nein, ich schieße hier auf die... Aber ich muss mich hinlegen, um meine Raketen anzuschießen. Ja, dann macht das doch mal in Ruhe. Ich kann ihn ja ablenken in der Zeit. Ablecken, habe ich gesagt, ne? Ja. Und zwar, wenn ich ihn jetzt... Wenn ich jetzt hier rüberspringe... So, hat er mich nicht gesehen. Kommt er auf mich zugefahren? Hier sind aber zwei Panzer, das ist das Problem. Kommt der gefahren? Irgendwas kommt gefahren. Ja. Ungefähr. Okay, ich bin draufgegangen. Ja, ja, der war... Es ist immer derselbe. Wie viel Kills hat der Typ denn schon? Ich bin bei dir gejoint, das ist die Hölle los. Da kommt der Panzer! Oh nein! Ich sehe ihn auch. Ich bin ins Haus geflohen. Ach komm, warum muss ich eh... Ach, der hat mich schon so oft gekillt, dieser Killer-Monterell. Killer-Mon... Achso, der will hier sowas haben. Hä? Nee, der andere hat mich... Mein Freund hat mich angeschossen, weil er Hilfe bräuchte. Was ach so. Ich ein bisschen unfair finde. Ich hab jetzt irgendwie eine Mission. Ich will diesen Typen aus seinem scheiß Lightpanzer rausholen. Wie kriegen wir das hin? Gemeinsam. Na, dann wird doch auch mal Assault. Wow! Ich ärgere mich gerade und dachte, ich lebe nicht mehr, aber lag am Boden einfach nur. Oh, jetzt lebe ich nicht mehr. Doof. Ich bin auch der Schlechteste von allen. Das muss man einfach dazu sagen. Nimm doch meinen. Ey, dieser Killer, Mann, den will ich noch einmal da. Ich will den aus seinem... Oh nein, zu spät. Ja, dann würde ich sagen... Ja, liebe Bebers und Beberetten. Das war doch schön. In der Mitte seht ihr, könnt ihr uns abonnieren. Rechts seht ihr das letzte Video und links ein Video, was euch das System vorschlägt. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn nicht, dann bald für euch, ihr Drecksäcke. Und wenn wir das nochmal machen sollten, weil es unglaublich interessant war, dann sagt Bescheid, ne? Dann sagt Bescheid. Kommentare. Genau. Ciao. Ciao.